Heute mal zum Thema Barfußlaufen. Willkommen bei Low Budget Outdoor. Ich bin Paco und wie ihr hinter mir vielleicht hört, bin ich mal wieder im Grafenbusch. Und das erklärt euch jetzt dann vielleicht auch, warum ich beim letzten Mal, wo ich hier war, nicht geredet habe.
aber ich habe leider nicht so viel Zeit, um in einen schönen richtigen Wald zu gehen. Deswegen muss es der hier heute tun. Aber ich brauchte unbedingt ein bisschen grüne Energie. Ja, aber da ich ja nicht einfach nur in den Wald fahren kann, um mich zu erholen, sondern auch irgendwie was Videotechnisches machen muss, denn ich muss ein bisschen mit der neuen Kamera rumspielen, habe ich mir gedacht, ich mache heute mal etwas zum Thema Barfußlaufen, weil ich sehr gerne barfuß laufe. Jetzt noch nicht so lange im Wald, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich sehe aber mittlerweile sehr viele Leute, die Barfußschuhe haben und schlicht und ergreifend falsch gehen. Kommen wir diesbezüglich erstmal zur Theorie. Schuhe zwingen unsere Füße eigentlich in eine Zwangshaltung, die gar nicht haben wollen. Und das, was die Ärzte so böse als Senkspreizfuß bezeichnen, ist eigentlich die natürliche Fußform. Also alle Völker, die barfuß laufen, haben im Prinzip Senkspreizfüße oder Plattfüße, platt gesagt. Ich habe auch relative Plattfüße, weil ich halt auch sehr viel barfuß laufe. Wichtig dabei ist dann auch zu wissen, dass die Schuhe uns quasi das Federn abnehmen. Das heißt, jeder Schuh, der hinten an der Ferse keinerlei Dämpfung hat, ist eigentlich totaler Gift für unseren ganzen Körper. Denn gerade bei harten Böden, Asphalt, Fliesen und Beton, Steine, was weiß ich, ist es so, dass wenn die Ferse direkt auf den Boden hämmert, dieser Schock geht im Prinzip vom Knöchel übers Knie, über die Hüfte, bis in den Rücken, bis nach hier oben. Und das sollte man eigentlich tunlichst vermeiden. Deswegen muss man, gerade wenn man barfuß geht, eine andere Gangart praktizieren. Besonders bei harten Böden. Also wenn man jetzt auf weichen Böden, wie zum Beispiel am Strand, spazieren geht, dann braucht man darauf nicht zu achten. Dann kann man ganz normal im Fersengang gehen. Wenn man aber auf harten Böden unterwegs ist, so wie jetzt hier dieser Waldboden eigentlich auch relativ hart ist, also zumindest dieser Trampelpfad gerade, dann sollte man im Ballengang gehen. Man tritt also zuerst mit dem Ballen vom kleinen Zeh auf, rollt dann über die anderen Ballen vom Fuß ab und die Ferse setzt man eigentlich zum Schluss, wenn überhaupt nur ganz, ganz leicht auf. Es sei denn, man geht langsam, dann setzt man sich schon komplett auf. Thank you.
Zu guter Letzt möchte ich euch dann noch sagen, dass man natürlich, wenn man barfuß, gerade wenn man durch den Wald läuft, ein bisschen mehr den Boden beobachten sollte und seinen Schritt halt entsprechend dem Boden anpassen. Ja. Und dann möchte ich auch noch denjenigen grüßen, durch den das Video quasi inspiriert wurde. Das ist der Rich oder Rich vom Kanal Richan oder Richans. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, das tut mir leid. Vielleicht sagst du das ja mal, mein lieber Rich. Ich werde seinen Kanal euch hier oben verlinken. Und ansonsten bleibt mir nur, wie immer, zu sagen, einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das Video guckt. Gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao. Willkommen bei Low Budget Outdoor. Ich bin Paco. Deswegen muss man, gerade wenn man barfuß geht, halt eine andere Gang. Und ich denke mal, da werde ich jetzt gleich Aufnahmen machen, die ich euch dann hier oben mal einblende. Wozu hat man nicht einen YouTube-Kanal, wenn man da mal ein bisschen Aufklärung betreiben kann, ne? Und jetzt sehe ich, die ganze Zeit ist der Fissel hier im Bild. Toll! Ja. Sag ich das jetzt alles nochmal? Willkommen bei Low Budget Outdoor. Ich bin Paco und heute bin ich, wie ihr vielleicht an der Autobahn hört, mal wieder im Grafenbusch unterwegs. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich das letzte Mal nichts gesagt habe. Ich wollte unbedingt ein kleines bisschen grüne Energie tanken und habe mir gedacht, ich trainiere auch mal wieder ein bisschen das Barfußlaufen. Muss auch noch in dem Moment dann zukommen. Und ich habe mir im gleichen Atemzug gedacht, ich trainiere direkt mal wieder ein bisschen das Barfußlaufen im Wald. Denn das habe ich noch nicht so oft gemacht und Übung macht den Meister, nicht wahr? Gleichzeitig möchte ich aber auch direkt mal mit ein paar
Sachen aufräumen, die mir viel auffallen. In letzter Zeit geht der Trend ja immer weiter oder immer mehr zu Barfußschuhen. Ich habe festgestellt, dass in letzter Zeit sehr häufig, nicht häufig, ich habe festgestellt, dass Barfußschuhe immer mehr Verbreitung finden in der Bevölkerung, aber dabei fällt mir auch immer wieder auf, dass viele Leute schlicht und ergreifend falsch gehen, wenn sie diese Schuhe tragen oder wenn sie gar barfuß sind. Wozu hat man nicht einen YouTube-Kanal, wenn man da auch mal ein bisschen Aufklärung betreiben kann? Deswegen heute mal zum Thema Barfußlaufen. Und wenn ihr Bock habt, bleibt doch einfach dran. So, zu guter Letzt möchte ich dann noch sagen oder anmerken, wenn man barfuß geht, muss man natürlich den Boden ein bisschen im Auge behalten, ein bisschen mehr als wenn man mit Schuhen geht. Ja, und ich möchte gerne denjenigen grüßen, durch den das Video quasi inspiriert ist. Das ist der Rich, ich weiß nicht, wie man dich ausspricht, vom Kanal Rechanz. Den werde ich euch jetzt mal hier oben verlinken, oder da. Nein, da ist das. Ich bin doof. Da werde ich euch den verlinken, jawohl. Ja, super. Ich glaub doch nicht allen Ernstes, dass ich meine Kamera hier vergesse, oder?